Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ein Weekly Vlog, der mittlerweile wieder über mehrere Wochen geht. Ich habe euch ja auch schon mal prophezeit, dass ich glaube, dass ich das nicht immer schaffe, wenn sehr, sehr viel los ist in der Woche, einen Weekly Vlog durchgängig zu drehen oder auch vor allem mit Zusammenhang. Das ist mir mal wieder in den letzten 2 oder mittlerweile 3 Wochen nicht ganz so gut gelungen. Es gibt tatsächlich Wochen, da klappt das nicht so gut bei mir. Dabei hatte ich eigentlich einen ganz guten Flow so davor die Wochen, hatte ich zumindest das Gefühl. Auf jeden Fall habe ich trotzdem meine Kamera immer mal wieder rausgeholt und würde das jetzt sozusagen in dieses Video packen und dabei kommentieren. Das habe ich ja schon öfter mal gemacht auf meinem Kanal und auch das fandet ihr eigentlich ganz gut. Deswegen mache ich das jetzt, um ja sozusagen auf meinem Kanal auf dem aktuellen Weekly Vlog-Stand zu kommen, wie dem auch sei. Denn ich befinde mich aktuell auch wieder schon im neuen Weekly Vlog. Und da dachte ich, der macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt das davor noch nicht in ein Video gepackt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ist das alles interessant? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ihr immer wieder sagt, dass ihr meine Vlogs mögt und ich schneide das auch tatsächlich sehr, sehr gerne immer zusammen, so wenn ich dann die Musik rüberlege und so weiter und so fort. Deswegen gibt es jetzt dieses Video hier und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und bevor das Intro jetzt noch länger wird, ja, würde ich sagen, let's go. Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, was da los war. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, sehr viel gearbeitet und viel für die Uni gemacht, weswegen ich auch nur ein paar Szenen habe. Ja, waren Christian und ich auch mal in der Stadt und haben Dinge erledigt. Ich habe einen Schirm gekauft und das war es eigentlich. Also wirklich keine super spektakulären Sachen. Aber ja, ich habe sie halt mitgefilmt. Wir sind hier gerade beim Frittenberg zum ersten Mal. Guck mal, was hier gibt. Wir haben nämlich Hunger. Ich habe gerade zu Christian gesagt, das haben wir echt. Das machen wir eigentlich nie in der Stadt essen. Wir essen eigentlich immer zu Hause. Wie aber? Das klang gerade nicht so überzeugt. Naja, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, finde nee. Ich. Ja. Nö. Ich habe Knoblauchfritten. Christian zum Glück auch. Nur mit noch ein paar Sachen dazu. Die fühlt sich wohl unbeobachtet und sucht bei uns zu essen. Jetzt sitzt sie auf unseren Kissen. Ist die süß. Ist die süß. Im Angesicht des Todes. Gut, das ne? Krass, guck mal. Ist die süß. Wie sie sich beide abchecken. Die erstarrt, die ist erstarrt, ne? Ach Mo, jetzt hast du so verscheucht. Hättest du gerne einen Mausefreund? Nee, ne? Er hat es zum Fressen gern. Guck mal, die sind in der Gießkanne. Wollen wir dich mal rauslassen, Mo? Ja, genau. Genau. Da läuft es aus. Als ob der je eine Chance hätte gegen diese Maus. Hast du es ja gesehen, Mo? Oh. Wir lassen mal die Maus Maus sein, ne? Du würdest ja eh nicht dich trauen, da irgendwas zu machen, Digga. Trauen würde er sich schon, er wäre einfach nur viel zu langsam. Na, er würde so machen und dann würde er wegrennen. Ich habe gerade einen neuen Schirm für unsere Terrasse gekauft, weil unser alter, der
hat es nicht mehr gebracht. Die ist auch schon 5 Jahre alt. Jetzt habe ich einen gekauft mit einem Bambus. Wie sagt man? Gerüst? Also ich sage deswegen Gerüst, weil es nicht nur die Stange ist, sondern auch das Konstrukt unter dem Schirm. Und es regnet, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich gehe jetzt nach Hause und stelle, glaube ich, den alten Schirm irgendwie, ja, den kann man eigentlich auch nicht mehr gebrauchen, glaube ich, außer, ja, ich weiß nicht, was man damit macht. Mal gucken. Auf jeden Fall finde ich den sehr schön. Ich hatte nämlich noch einen Gutschein, den ich vor 2 Jahren geschenkt bekommen habe, über 25 Euro. Und jetzt habe ich nur 4 Euro dazu gepackt und jetzt haben wir einen schönen neuen Bambusschirm. Das gefällt mir. Das hier ist Tomatenmark, Zwiebeln, Schnittlauch, Petersilie, Minze, kleine Walnussstücke, Olivenöl und das war's. Pfeffer, Salz, Oregano und jetzt wird das vermengt und dann ist das ein leckerer Tomaten-Walnussaufstrich. Von Eat This Org habe ich das. Also an dieser Stelle vielen Dank. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Let rain fall. Jetzt wird gegrillt. Sehr spontan, deswegen ist es auch schon dunkel. Aber wir haben hier ganz viele Lichter und Kerzen aufgestellt. Und wir sehen trotzdem. Darauf die Woche war es weniger schön, denn unser Mo war krank. Er hat sich ganz oft gekratzt und die Stellen dann irgendwann auch wund gekratzt und geleckt und war auch so nicht so gut drauf. Also er war träge und wir haben das ein paar Tage beobachtet und dann sind wir zum Tierarzt gegangen, was er ja immer ganz schrecklich findet, verständlicherweise, weil wir da ja auch immer mit dem Bus hinfahren. Es sind 3 Stationen nur, aber er hasst Autofahren und Busfahren und generell rauszugehen. da ging es eben nicht so gut. Und dann hat er Antibiotika bekommen für 3 Tage, was ich ja immer ein bisschen doof finde, weil ich ja auch kein Freund von Antibiotika oder Tabletten bin. Und ja, es musste aber sein, weil wir sonst ja immer zum Tier Homöopathen gehen, aber wenn es dann doch gravierend ist, dann zum Tierarzt, sagt auch der Homöopath. Also die arbeiten beide zusammen, die kennen sich und deswegen waren wir beim Tierarzt und danach aber nochmal beim Homöopathen und da hat er pflanzliche Medikamente bekommen und heute geht es ihm wieder besser. Er hat immer noch kahle Stellen, er kratzt sich auch zwischendurch, er sitzt da, deswegen gucke ich rüber. Aber es ist merklich besser geworden und ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder schlimmer wird, beziehungsweise richtig gut wieder wird, weil wir ja auch in einer Woche dann in den Urlaub fahren. Und wir beobachten das sehr stark. Auf jeden Fall macht er jetzt einen sehr viel besseren Eindruck. Also er ist absolut gesund, würde ich jetzt mal sagen, bis auf dass die Stellen sich eben noch nicht vollständig erholt haben oder noch nicht absolut abgeheilt sind. Aber er ist der Alte. Das merkt man an seinem Verhalten, ja. Wie das Ganze aber so war, das habe ich auch mitgefilmt, das kommt jetzt. Na komm. Ich weiß genau, was los ist. You wrote to me. You wrote to me. Hauptsache, man muss nicht wieder Medikamente nehmen. Vielleicht eine Salbe oder so? Wenigstens Schnurrt. Ja, aber das heißt auch nicht immer, dass es ihm gut geht. Oh. Ja. So, hallo. Mogi, ein dicker schwarzer Kater. Ja, was ist mit ihm? Also er kratzt sich ständig und dementsprechend verliert er auch jetzt immer mehr Fell und kratzt sich das auch auf. Ich dachte erst, es ist das Sommerfell, weil das hat er ja eigentlich letztes Jahr auch so gehabt, dass er sich vermehrt kratzt, aber es
warum auch immer. Und dann ging das auch von alleine weg. Aber es wird halt immer mehr. Und jetzt sind wir ein bisschen besorgt. Also im Nacken ist es halt ziemlich aufgetaucht. Geht der raus? Nee. Das ist eine reine Hausgeräte. Also wir haben eine Terrasse. Ja. Sehr gut gemacht. Vielleicht bist du wieder gesund. Was haben wir denn hier? Na gut. Soll ich mal einen Strich machen? Ja, bei Sie geht's her. Und das ist gegen Schmerzen und entzündungshemmend und ist homöopathisch, weil wir beim Tierhomöopathen waren. Weil, ja, also ein Tierheilpraktiker, weil der Tierarzt und Mo sind keine guten Freunde. Und irgendwie, hat er ja letzte Woche schon Antibiotika bekommen. Und ich bin ja generell kein Freund von Chemie und so. Und ihm tut das auf jeden Fall schon besser, merkt man. Ja, sorry für die Waschmaschine. In der letzten Woche haben Christian und ich uns getroffen, um in der Stadt mal im Café zu arbeiten, anstatt zu Hause, um einfach mal die Location zu wechseln und neue Inspirationen und Motivationen zu bekommen. Werde ich gefilmt? Nein. Ich habe das mal gelesen, dass wenn man so eine Blockade im Kopf hat und nicht weiter arbeiten kann, dann soll man mal die Arbeitsstelle wechseln. Und das haben wir auch den einen Mittag mal gemacht. Das war richtig schön, weil wir ein tolles Café entdeckt haben und auch schöne Gespräche hatten mit den Tischnachbarn von uns, die ebenso auch da waren zum Arbeiten. Und da haben wir irgendwie so 2 Stunden verbracht. Danach musste ich nochmal zur Uni. Ich hatte da so einen Freiblock davor und das war echt richtig schön. Und dann war ich in der Woche auch bei der BAM School und habe mich angemeldet für einen Tanzkurs, wo ich heute tatsächlich auch zum ersten Mal hingehen werde, also so in einer Stunde. Ich freue mich auch drauf, aber nehme euch da in dem nächsten Weekly-Vlog mit. Ich komme gerade von der Uni und treffe mich jetzt mit Christian am Mediapark und ich habe ihn auch schon gesichtet. Und zwar sind wir hier, weil ich mich bei der BAM School registriert habe. Und jetzt muss ich nur noch mich akkreditieren sozusagen, also bestätigen, dass ich auch den Vertrag abschließe sozusagen. Und ich freue mich sehr, denn wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr gerne tanze. Und da liegt das natürlich nahe, dass ich sehr gerne auch in die BAM School gehen möchte. Ich bin sehr gespannt und Christian kommt mit, weil es ihn natürlich auch interessiert, wie das Ganze so aussieht. Aber mit tanzen wird er nicht, glaube ich. Und vor allem im Hinblick darauf, dass es der da, ich bin ein bisschen außer Atem, ich bin nämlich gerade mit Fahrrad gefahren, Workshops gibt bezüglich After Effects und generell Videoschnitt. Und da interessiere ich mich natürlich auch von Profis zu lernen. Deswegen melde ich mich jetzt erstmal für einen Tanzkurs an, um auch weiterhin zu beobachten, wann ein Workshop in der Richtung kommt. Und ich habe mich für Salsa angemeldet. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht vielleicht doch Hip-Hop mache. Ich bin früher mal zu Hip-Hop gegangen. Das ist schon eine Weile her. Hat mir auch großen Spaß gemacht, aber ich glaube, Salsa passt heute besser zu mir oder so. Ich weiß nicht. Es war so eine Bauchentscheidung. Genau. Hi. Na? Ich freue mich sehr. Ja, worüber? Über alles, über dich, über das Wetter. Oh, du hast dein Buch abgeholt. Ich habe mein Buch abgeholt. Ist das toll? Ich hatte noch keine Zeit reinzugucken. Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Los geht's. Ehrlich gesagt, dass ich die Einzige in meiner Altersklasse bin. Deswegen habe ich vorher auch nachgefragt, wie sich das so verhält. Und mir wurde jegliche Sorge genommen und habe jetzt sozusagen einen Tanzvertrag
unterschrieben. Und witzigerweise war auch der Aufnahmeleiter oder jemand, der auch bei Jules Produktionsfirma mit dabei ist, hinterm Tresen und hat mich tatsächlich wiedererkannt. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und ja, ich freue mich und bin total gespannt. Nächste Woche geht's los. Und jetzt sitzen Christian und ich bei Hans im Glück und gehen noch schnell etwas essen. Und das hier ist meine Eintrittskarte sozusagen. Damit kommt man rein in die Schule. Ja, die ist auf mich geeicht sozusagen. Hier drin befindet sich ein kleiner Chip. Und dann kommt man damit durchs Drehkreuz, durch das Drehkreuz. So, ich habe Hunger, deswegen kann ich auch nicht mehr reden. Und ansonsten war eigentlich nicht mehr viel, glaube ich. Ach so, ich habe noch einen Bikini verschönert. Und zwar habe ich einen Bikini, den ich nach Indonesien mitnehmen möchte. Und irgendwie fand ich den noch zu langweilig, deswegen habe ich da irgendwie aus einem alten Badeanzug Stoff rausgeschnitten und den da drauf genäht. Und und das war es im Groben, was so in den letzten Wochen passiert ist, was ich zumindest mitgefilmt habe. Es war noch sehr viel mehr los, was jetzt aber den Rahmen sprengen würde. Und sie waren auch nicht so super spektakulär, weil größtenteils bestand das aus Arbeit und Uni und Pipapo. Ja, und auch wenn dieses Video jetzt hier nicht super spektakulär war, hoffe ich, euch hat es trotzdem gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich wie immer auf das nächste Video. Bis dahin, tschüss!